Ja, wir wollen natürlich, dass das Publikum physisch den Film zuerst mal erlebt, im Sinne von, dass es spannend ist, dass es sozusagen, ich weiß nicht, am liebsten hätte ich, dass sie schwitzen und bluten und zittern und alles miterleben im Kino, was man so erleben kann, alle Emotionen, quasi, dass man sie mit dem Film überwältigt. Und wenn der Film aus ist, hätte ich gern, dass das Publikum oder wir, das kann ich glaube ich für uns beide sagen, dass sie nachdenken, ob vielleicht quasi mehr als nur the Thrill Ride sozusagen, der da war, vielleicht mehr irgendwie, man sich über mehr Gedanken machen kann, wovon der Film erzählt. So würde ich mein Publikum denken, aber das würden wir gern haben, aber beim Schreiben sozusagen. Ich glaube, wir haben versucht, einen Film zu schreiben, den wir persönlich selber gerne beide Genau. sehen würden. Das ist wahnsinnig schwierig, glaube ich, wenn man so lange daran arbeitet und man verliert das dann irgendwie, man verliert den eigenen Blick dann ein bisschen auch drauf. Aber eigentlich wollte man immer einen Film machen, den wir beide sehen wollen würden, also wir als Publikum. Genau. Und nachdem wir uns erst gegenseitig immer vorlesen, das Drehbuch, sind wir ja auch unser erstes Publikum. Insofern, ja, also.